Damals waren wir noch klein und das war gut so. Unsere Eltern waren vernünftig und das war nicht so gut. Aber am Sonntagmorgen durften wir manchmal fernsehen und das war dann gut. Und er ist ins Wasser gefallen. Denn da lief immer die Sendung Leben im grönländischen Eis. Wahnsinnig spannend waren diese Filme. Und deshalb fassten wir damals schon den Entschluss, wir wollen nach Grönland. Und nun geht unser großer Traum endlich in Erfüllung. Wir fahren in den eisigen Norden, nach Grönland. Was verändert sich denn für Sie durch den Klimawandel? Ja, das ist ja eine sehr interessante Frage heute Tag wegen Brennstoffpreisen. Und wenn die Nordostpassage war offen, sparen man 4200 Seemeilen. Der Klimawandel hat einen Dominoeffekt ausgelöst. Weniger Eis reflektiert weniger Sonnenlicht und das Meerwasser erwärmt sich. Dadurch schmilzt das restliche Eis noch schneller. Was wir erst nach dieser Reise erfahren werden, rund um den Nordpol ist es in diesem Herbst sage und schreibe 5 Grad wärmer als üblich. Schlecht für die Umwelt, gut für den Tourismus, denn immer mehr Menschen wollen die alten Eisriesen noch sehen.